Hi Leute, ich grüße euch recht herzlich zum Fan-Treffen. Es sind so viele Leute da, oh mein Gott. Ja, ich schreibe gerade im Chat, dass wir vielleicht noch eine Runde fliegen könnten. Ich habe ja ernsthaft am Anfang gedacht, es leuten sich vielleicht so 5-6 Leute an. Aber oh mein Gott, Dankeschön Leute, es haben sich über 20 Leute angemeldet. Das ist echt, das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Der Großteil sitzt jetzt schon auf den Drachen und ich denke, wir könnten dann gleich mal losfliegen, ne? Aber ich warte noch kurz auf die restlichen. So, dann können wir jetzt mal los. Oha, das ist heftig. Oh mein Gott, vor allem es hängt so, Alter, Server, Überfüllung hoch 1000. Die anderen Spieler so denken sich einfach nur so, die nichts von dem Fan-Treffen wissen, was ist hier los? Irgendwie so, ist Silver online oder so? Also Silver Willow Wing, ich denke mal, ihr guckt die alle, oder? Oha, wie das aussieht, das sind so viele Leute. Oh, das habe ich echt noch nie erlebt. Übrigens so als Info, ne? Ich wollte ja um 14.30 Uhr anfangen. Mittlerweile haben wir 14.40 Uhr, glaube ich. Es lag daran, dass mein Livestream-Programm, das ging nicht so richtig und das hat dann so ein bisschen Probleme gegeben. Übrigens hat dann der Dragon Challenger, der halt auch einen Livestream währenddessen gemacht hat, dem habe ich dann normalerweise gesagt, sag mal den anderen im Chat, dass ich in 5 Minuten komme. Aber dann wurde der leider gebannt für 23 Stunden und da hatten wir dann den Salat. Übrigens mache ich am Ende noch ein Special, weil das ist eigentlich voll die lustige Situation gewesen. Ich komme halt so, also ich bin so um 14 Uhr etwa online gekommen, um die letzten Freundschaftsanfragen halt durchzuchecken. Und ja, ich schließe dann wieder meine Freundesliste so nach einer Viertelstunde. Und dann sehe ich so stehen so direkt wieder 10.000 Leute um mich. Also da habe ich halt auch dann irgendwie eine Aufnahme gemacht, weil das fand ich halt lustig. Also ich werde im Schnitt, glaube ich, eine Zeit einblenden, wann das sein wird. Dann könnt ihr dann irgendwann bis dahin vorspulen oder so. Das war so lustig einfach. Und dann, ja, ist halt für euch so ein Special, für die, die dann irgendwie schon gesehen haben, dass ich online war und mich dann direkt besucht haben. Oh mein Gott. Und ja, ich wechsle gerade in den Free-Camera-Mode, deswegen hängt das hier gerade so. Und yes, da sind wir schon. Ja, wir sind in Neuberg angekommen mit unseren Drachen. Leider sind nicht mehr so viele dabei, aber es sind halt trotzdem eigentlich noch recht viele. Und ich würde sagen, jetzt fliegen wir noch mal ein bisschen. Ich habe jetzt meinen Nada ausgepackt, nicht die ganze Zeit den Cheetah. Der arme Cheetah muss die ganze Zeit fliegen. Ja, Cheetah und hier der Drache hier, Sturmpeil, sind meine Lieblingsdrachen. Ja, ich war früher 2014, als ich mit SOD angefangen habe, ein bisschen dumm und habe den Drachen einfach Sturmpeil genannt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Aber naja, wollen wir den Moment genießen und so ein bisschen hier rumfliegen und ja. So, es sind irgendwie ja schon viele hier in meinen Clan gekommen, habe ich eben bemerkt. Also, ist echt cool. Vor allem, weil ich muss ehrlich gesagt mal ein Video machen, wo ich mal meine Meinung sage und halt einfach, oh mein Gott, wir sind so eine gute Community. Das ist sowas von... Ah Gott, mir fehlen die Worte, ne?
Es ist so, weil wir kennen uns halt einfach alle untereinander und oh mein Gott, ich muss irgendwann mal für euch alle mal ein Video machen, weil es ist einfach so geil, wie sich im letzten Monat, ich weiß nicht, ich guck gleich mal, wie lange ich eigentlich mit YouTube schon, also wie lange ich schon hier in eurer Community bin, also hier in den Drachenfreunden, sag ich jetzt einfach mal. Das ging so rasend schnell und vor allem, dass ich jetzt halt schon 200 Abos habe, vielen, vielen Dank. Ich hätte das echt nicht gedacht, ne? Ich bin immer noch so ein bisschen geflasht. So, ein Fluganzug. Ui. Ah, das könnte eng werden. Och, nö. Okay. Ich habe übrigens im Schnitt immer das Gefühl, dass es ziemlich hängt, das Video. Das liegt aber teilweise am Aufnahmeprogramm, weil ich habe keine Ahnung, ich nehme mit Bandicam auf, ich glaube, ich mache was anderes. In SOD hängt das überhaupt nicht, weil ich glaube, das liegt wirklich im Aufnahmeprogramm, weil es ist übelst verbuggt und so. Anyway. So, landet erstmal alle. Ja, yeah, genau. Alle Flugzeug. Und da hinten, oh, ein Hiccup Dragon Armor. Cool. Ey, ich finde das ja so unfassbar. Oh ja, ganz ehrlich, das ist sowas von unverschämt. 1500 Gems. Oh, mittlerweile gibt es ja schon den Astrid-Fluganzug, aber auch 1500 Gems. Ey, ganz ehrlich, das ist sowas von. Oh, ey, ich muss euch mal ein Stück einsehen. Silver Willow Wing hat einen herzlichen Kommentar gegeben und hat darauf geantwortet. Ich muss das euch mal einblenden. Bei dem letzten Restgrad spreche ich gerade im Schnitt dahinter, weil irgendwie hat dann wieder mein blödes Aufnahmeprogramm Bandicam wieder ein bisschen dazwischen gefunkt. Und ja, ich blende euch jetzt das Foto ein. Da habe ich mich übrigens beschwert, dass das so viel kostet und yay. Und jetzt das Vorabo-Treffen. Lul, es ist 14.30 Uhr. Eben wollte ich halt einfach so meine Freundesliste öffnen und halt so gucken, wer halt mir noch eine Freundschaftsanfrage geschickt hat von euch. Und auf einmal stehen 10.000 Leute um mich rum. Ein Teil von den Leuten sind aber auch schon wieder weg. Deshalb gehen jetzt ganz spezielle Grüße an Jenny und Esra raus. Also Esra ist die mit dem Titan da neben uns. Und Jenny ist die mit dem lila normalen Centrate. Und ja, ist eigentlich voll lol, dass das passiert ist, weil eigentlich wollte ich halt einfach nur die Freundschaftsanfragen checken und dann schreiben die halt so, oh ja, ich habe gerade gesehen, dass du online bist, Jana, und dann, ja, lol. Enja. Ich glaube, ich frage die dann, vielleicht können wir ja mal eine Runde fliegen. Okay, ich warte noch kurz einen Moment, bis hier halt alle in der Luft sind. Genau. Die schreibt dann okay. Und die noch Herzinfarkt. Okay. Das heißt, wir können los. Ich finde das ja irgendwie total cringe mit dem neuen Pfeil, ne? Mit der Maustaste, meine ich. Ich finde halt irgendwie blöd. Kacke auf gut Deutsch gesagt, dass School of Dragons alles so neumodisch macht. Weil die Wikinger sind nicht so neumodisch. Die sind halt schon irgendwie in den letzten Jahren mehr neumodischer geworden. Aber ganz ehrlich, das ist doch irgendwie blöd. Tut mir leid, ist nur meine Meinung, aber ja. Oh Gott, ne? Finde ich irgendwie nicht so cool. Ich glaube, wir landen hier mal. Oh, wie süß. Stormcutter. Ui. Aufnahmeprogramm, ey, das nervt mich sowas von. Ich benutze Bandicam und ganz ehrlich, es hängt die ganze Zeit. Es hakt und es hängt. Also, auch in School of Dragons ist es nicht so. Es liegt wirklich rein an dem Programm. Ja, also, nee. Lul. Das sind meine Drachen. Ich habe nicht so ultra viele, weil ich meine Gems auch für andere Sachen spare, was sehr produktiv ist. So, Holy Howl, Cheetah. Cheetah ist einer meiner Lieblingsdrachen. Oh,
Ja, jetzt sind so ein paar Leute dazugekommen. Oh. Grüße gehen raus. Hello. Jetzt sind wir hier wieder zu dritt, aber der andere. Da war doch irgendwie gerade noch jemand anderes, oder habe ich mich jetzt vertan? Hä? Ah, jetzt verstehe ich das. Ice Cream Fury, hello. Jetzt verstehe ich das, okay. Ja, jetzt sind das hier drei. Lululul. Läuft ja hier bei uns, ne? Jetzt na. Ach so. Ah! Ach, wie süß. Ja. Holy Haus. Dann irgendein Typ geht mit einem riesenhaften Albtraum. Ich muss mir halt nur noch überlegen, was ich gleich für eine Musik dahinter setze. Irgendwas Lolles. Ey, Respekt an die, die bis jetzt zugeguckt haben, weil es jetzt irgendwie so 10 Minuten oder so, keine Ahnung. Schreibt mal Hashtag Cheetah in die Kommentare, also so heißt der Woody Hole hier von mir. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann gucke ich mal, wer so geguckt hat, Alter. Da wäre übelst interessant, mal zu sehen, ob ihr wirklich bis hierhin guckt, ne? Ich wechsle übrigens gerade in den Free Camera Mode, deswegen wackelt das hier so. Keine Ahnung, warum ich das mache, ich muss eigentlich das Video jetzt schon beenden. Ich kann übrigens leider nicht alle verlinken, obwohl ich das eigentlich versprochen habe. Es tut mir übelst leid. Das liegt daran, dass ich nicht genau überprüfen kann, wer alles da war. Oder wer halt versucht hat zu kommen, weil irgendwie es gab halt auch Serverprobleme und so und ja. Bevor ich es vergesse, gleich zu sagen, guckt bei Dragon Challenger vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Der macht nämlich währenddessen nachher einen Livestream, ne? Und Enjoa, ich würde sagen, bis gleich mehr oder weniger. Ich denke mal, dass ich den Teil nach hinten hängen werde. Also ciao, dann bis irgendwann. Null.